So, willkommen zum ersten Tutorial Bemalen. Heute wollen wir uns mal die Pferde anschauen. Wir werden dazu in ganz einfachen Schritten sowohl ein weißes als auch ein schwarzes Pferd bemalen. Ich habe die dafür einmal in schwarz und einmal in grau grundiert. Dafür habe ich einmal den Army Painter Grundierung verwendet, Matt Black und einmal ein Adeptus Mechanicum Grey von Games Workshop. Beide ganz einfach aufgetragen, nichts Dramatisches. Macht das immer in gut belüfteten Räumen, trocknen lassen und los geht der ganze Spaß. Als erstes fangen wir mit dem weißen Pferd an. So. Dann nehmen wir von Army Painter ein Ash Gray. Gut schütteln die Farben. Einfach auf eine Fliese auftragen. Nichts Dramatisches. Etwas Wasser hinzugeben, Pinsel anfeuchten und los geht's. Die Farbe sollte immer eine milchige Konsistenz haben und leicht fließend auftragbar sein. Sobald es anfängt zu klumpen, habt ihr zu wenig Feuchtigkeit. Einfach ein bisschen Wasser hinzufügen. Ich trage jetzt die Farbe leicht schichtend auf. Das bedeutet, die dunklere Grundierung lassen wir in den Vertiefungen stehen. Alles, was höher ist, wird im Grunde genommen angemalt. Dadurch entsteht schon mal ein natürlicher Schattenwurf. Achtet darauf, dass ihr nicht in die Vertiefungen kommt. Denn alles, wo ihr reingemalt habt, müsst ihr später auch wieder mit der Originalfarbe nachmalen. Ist jetzt auch kein Weltzusammenbruch, aber man kann sich die Arbeit einfach erleichtern. So, malt immer vom Körper Zentrum weg, sodass ihr eine Strichlinie, also eine Richtung habt. Nicht kreuz und quer, das sieht einfach unnatürlich aus. So, ich habe jetzt hier einmal um das gesamte Pferd herum diese Technik angewandt und habe überall die dunklen Stellen stehen lassen. Die helleren habe ich mit dem Ash Gray im Grunde genommen jetzt hervorgehoben. Dadurch haben wir einen ersten dreidimensionalen Effekt erzeugt mit eigentlich ganz einfachen, primitiven Mitteln. Also wenn man möchte, kann man jetzt theoretisch schon aufhören und sagen, okay, das reicht mir. Wir wollen aber uns in diesem Tutorial etwas weiter intensiver mit der ganzen Materie beschäftigen und schauen uns deswegen weiterführende Schritte an. Als nächstes wollen wir die Mähnen und den Schweif bemalen. Dafür benutzen wir ein Skeleton Bone. Das hört sich auf den ersten Blick erstmal verrückt an, aber das Pferd soll ja im Nachhinein weiß werden. Und weiße Pferde neigen dazu, einen hellbräunlich bzw. beigen Haarton zu haben. Daher geben wir jetzt erstmal eine Grundfarbe auf und das ist in diesem Fall dieser Knochenton. Ihr könnt natürlich auch von anderen Herstellern Knochenfarben verwenden. Valeo oder Games Workshop P3, was ihr so auf dem Markt findet. Ich habe jetzt mich jetzt für Army Painter entschieden, weil die sich relativ einfach direkt aus der Tube verwenden lassen, da sie viele Pigmente innehaben und deswegen eine hohe Deckkraft besitzen. Ich male jetzt also im Grunde genommen das Kopfhaare, was sich über den Nacken des Pferdes erstreckt, und den Schweif hinten an. Dabei ist es wichtig, dass ihr da etwas sorgsam arbeitet. Dann habt ihr nämlich diesen dunklen grauen Schatten, den wir mit der Grundierung erreicht haben, solltet ihr unbedingt stehen lassen, weil wenn ihr jetzt nochmal übermalt, wird die ganze Sache etwas komplizierter. Einfach leicht drüber gehen. Wenn ihr den Pinsel nicht mit der Spitze malt, sondern mit der flacheren Seite, dann kommt ihr nicht in die Vertiefung hinein.
Ich verwende hierfür ein Regimentspinsel von Army Painter. Ihr könnt aber auch jeden anderen Hersteller von Pinseln verwenden. Herrgott, da gibt es ja zig Versionen und das ist ja schon fast wie eine Religion, die da einige praktizieren. Ich male nur mit Winston Newton oder ich male nur mit Citadel. Im Grunde genommen muss das jeder selber herausfinden, womit er am besten malen kann. Ich habe auch Leute gesehen, die malen super Sachen mit 50 Cent Baumarktpinseln. Ich habe mich für diesen jetzt von Army Painter entschieden, weil ich mit dem Griff ganz gut klarkomme. Der ist etwas größer als gewöhnlicher Pinsel und deswegen ermüdet meine Hand nicht so leicht. Aber das muss dann jeder selber herausfinden. So, am Ende ordentlich auswaschen. Ihr solltet immer darauf achten, dass ihr nicht über das Metall kommt, dass das Holz nicht aufquillt, weil wenn das mit Wasser in Berührung kommt, die haben zwar eine Lackschicht, aber die quellen dann irgendwann mal auf, weil ihr die einfach abnutzt. So, haben wir das fertig. Und kommen wir zum nächsten Schritt. Da wir ein weißes Pferd haben wollen, müssten wir irgendwann mal beginnen, weiß aufzutragen. Wieder gut schütteln. Ich verwende hier Matt White von Army Painter. Auftragen auf eine Fliese. Und los geht der ganze Spaß. So, ich werde jetzt nur mit der Spitze malen und zwar leichte Linien. Ihr solltet das jetzt nicht flächig bemalen, sondern wirklich wie eine Schraffur auf dem Modell aufbringen. Auch hier gilt wieder der Grundsatz, geht immer vom Rücken nach unten, nicht quer, sonst wirkt es einfach unnatürlich. Immer vom Ursprung des Fells abgehen. Bei Weiß ist natürlich die Schwierigkeit, ihr müsst teilweise zweimal drüber gehen. Das ist aber auch ganz gut, weil die unterste Schicht deckt dann nicht vollständig. Und wenn ihr dann nochmal drüber geht, geht ihr im Grunde genommen nur teilweise drüber. Und daraus habt ihr dann in zwei Schichten Weiß. Eine, die noch mehr gräulich ist und eine dann reines Weiß. Auch hier wieder einmal komplett um das Pferd herum. So, nun haben wir hier einmal das gesamte Pferdchen geweißt. Und nun müssen wir versuchen, etwas Tiefe hineinzubringen in den ganzen Spaß. Dafür eignen sich im Normalfall immer Washes. So, dann nehme ich jetzt entweder ein Weißwash von Vallejo oder von jedem anderen Hersteller, wobei mir auf diese schnelle Art und Weise jetzt kein anderer Hersteller eingefallen ist mit einem Weißwash, oder ich erstelle mir selber einen Wash. Und das wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Also grundsätzlich ist ja ein Wash eine verdünnte Farbe, die in die Vertiefung läuft und ein etwas mehr Tiefe verleiht bzw. die Farben verbindet. Das lässt sich aber im Normalfall nicht mit Wasser erreichen. Dazu brauche ich immer ein Lasurmittel. Ich habe mich jetzt für das Lasurmittel von Vallejo entschieden. Es gibt aber auch natürlich von anderen Herstellern welche. Da wären zum Beispiel Games Workshop hat ein Malmedium bei sich.
im Sortiment. Das funktioniert meines Erachtens auch ganz gut. Aber trotzdem, preislich habe ich mich jetzt hier für das von Valeo entschieden. So, wenn ich einmal Medium habe, bräuchte ich natürlich auch eine Farbe. Da kann man jede Farbe verwenden. Für ein Weiß empfiehlt es sich, einen hellen Grauton zu verwenden. Da kann man entweder einen Ash Gray verwenden oder ein dunkles Grau oder ein Uniform Gray. Also da, welche Farbe ihr auch immer verwenden wollt, benutzt sie einfach. Nehmt die Farbe und macht ein paar Tropfen von dem Lasurmittel dazu. Je mehr Lasurmittel ihr verwendet, desto länger benötigt die Farbe zum Trocknen. Vermengt das Ganze ordentlich, dass es eine stark milchige Struktur hat. Es muss gut fließend sein. Fügt noch etwas Wasser hinzu. Und dann kann es im Grunde genommen losgehen. Manchmal ist es etwas schwierig, das exakte Mischverhältnis zu finden, aber im Grunde genommen braucht ihr 50-50 Lasurmittel und Farbe und dann verdünnt ihr euch das so weit mit dem Wasser herunter, wie ihr meint, dass eure Lasur benötigt. Dann geht ihr einmal komplett über die Stellen, die mit dem Wash versehen werden, herüber. In dem Fall ist im Grunde genommen jeder Weißton bei mir. Gehe ich jetzt einmal drüber. Je mehr ihr von diesem Lasurmittel verwendet, desto länger benötigt die Farbe zum Trocknen. Daher müsstet ihr euch vorher im Klaren sein, dass ihr dann eine Pause habt. Die Trocknung kann beschleunigt werden, indem ihr dieses Modell zum Beispiel auf eine warme Heizung stellt oder ein Föhn verwendet. Hier ist die Strichführung nicht so wichtig. Achtet nur darauf, dass ihr keine Fleckenbildung habt. Manchmal sammeln sich in einigen vertiefenden Stellen größere Ansammlungen. Die könnt ihr dann einfach wegtupfen. Das Ganze glänzt jetzt stark durch das Lasurmittel. Das ist aber jetzt weniger problematisch, weil spätestens nach dem Lackieren verschwindet dieser ganze Glanz. Aber da wir noch ein paar Schichten drüber arbeiten werden, ist es kein Problem. So, das wandert auf die Heizung. Pinsel ordentlich auswaschen. Und los geht's. Machen wir weiter mit dem schwarzen Pferd. Auch hier beginnen wir wieder, wie wir das schon bei dem Weißen gemacht haben, indem wir jetzt die erste Schicht aufmodellieren, möchte ich es mal nennen, machen. Dafür nehme ich jetzt ein Dunkelgrau von MIG. Man kann aber auch das von Army Painter, ein Uniform Gray nehmen oder von Games Workshop oder von P3 oder was es da sonst noch für mannigfaltige Firmen auf dem Markt gibt. Um noch ein paar zu nennen, wären da zum Beispiel Reaper hat ein paar Farben, AK Interactive. Also sucht euch da aus, was euch gefällt. Auch das ist wieder eine Glaubensfrage. So, nun verwenden wir einen Trockenbürstpinsel und werden statt wie vorhin, wenn wir jetzt keine schichtende Technik verwenden, sondern wir werden die ganze Farbe aufbürsten. Das ist jetzt aber der erste Schritt, ist kein Trockenbürsten, sondern eine überbürstende Technik. Das bedeutet, ich nehme den Trockenbürstpinsel und habe Farbe drin, aber sie ist noch flüssig. Ist also jetzt kein pudriges Auftragen. Ihr geht damit leicht über das Modell herüber und dadurch, dass ihr etwas Feuchtigkeit noch drin habt, tragt ihr recht schnell und einfach Farbe auf. Damit kann man ganz schnell große Flächen mit Farbe versehen. Und die Vertiefungen bleiben dennoch zum größten Teil, sage ich mal, dunkel. Diese
benötigt, diese Technik benötigt etwas Übung, aber funktioniert recht gut. Gerade bei schnellen Maltechniken, wo ihr viele Truppen in kurzer Zeit bemalen wollt, ist das ideal. Hier ist es ratsam, einen guten Trockenbürster zu haben, weil euer Pinsel wird echt leiden. Tut mir bitte einen Gefallen und verwendet keine alten Pinsel. Ihr braucht ordentliche Borsten und ein ordentliches Farbreservoir. Also wer erzählt, dass man das mit alten Pinseln machen kann, vergesst es einfach. So, das wäre fertig. So schnell kriegt man die Farbe auf so ein Pferdchen. Und nun müssen wir etwas der nächste Farbschicht draufbringen. Wir verwenden wieder unser altbekanntes Ash Gray. Ich erspare mir weitere Hersteller aufzuführen, weil die findet ihr selber heraus. Gut, wieder auf die Fliese. Naja, gut, vielleicht doch das noch von GW. Einfach weil es GW ist. Und jeder mag GW. Gut, das Ash Gray nehmen. Und jetzt werden wir trocken bürsten. Das bedeutet Farbe auf dem Pinsel und der muss die Farbe reibt ihr im Grunde genommen in den Pinsel hinein. Nehmt die Feuchtigkeit über das Tuch heraus und dann beginnt ihr vom Nacken des Pferdes in eine Richtung zu bürsten. Dadurch entsteht ein Felleffekt. Das funktioniert aber wirklich nur, wenn die Farbe fast wie ein Puder aufgetragen wird. Wenn ihr zu viel Feuchtigkeit drin habt, sieht das aus wie das große Trockenschmieren. Leute, ihr habt dann keinen Spaß. Haltet die Richtung ein. Dadurch habt ihr auch einen natürlichen Schattenwurf, weil unten ist es immer dunkler als oben. Auch das geht relativ schnell und einfach. Eignet sich aber für alle Farben bis auf Weiß. Bei Weiß ist diese Technik wirklich schwierig. Also weiße Pferde, wenn ihr jetzt keine Elfenarmee oder sowas habt, versucht einfach weiße Pferde zu vermeiden, wenn ihr schnell fertig werden wollt. Gut, damit sind wir hier schon fast durch. Da ist der kleine Gaul. Jetzt haben wir gebürstet und nach dem Bürsten müssen wir wieder versuchen, tiefer reinzuziehen. Das macht man im Normalfall mit einem Wasch. Also es gilt der Grundsatz, wenn ihr überlegt, sollt ihr waschen, lautet die Antwort immer ja. Ich verwende jetzt ein schwarzes Wasch. Und zwar von der Firma Secret Weapon. Die haben wirklich gute Washes. Die haben das Schwarz einmal im Softbody, also im Leichtschwarz, und dann haben sie noch das Heavy Body Black, das dann sehr schwarz ist. Wobei das Heavy Body Black mir viel zu schwarz ist. Also wenn ich damit drüber gehe, dann sieht man einfach nichts. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Hersteller verwenden, Games Workshop, Army Painter und wie die anderen nicht alle heißen. Wobei ich jetzt sage, all das, was ich jetzt hier zeige, sind alles Techniken, die auf Acrylfarben basieren. Ölfarben funktionieren etwas anders. Da kommen wir vielleicht später mal dazu. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Gott, ich gebe die Farbe unverdünnt drauf. Das sieht jetzt etwas strange aus. Ich gebe das offen zu, weil das ist wirklich viel, was man da jetzt drauf gibt. Aber das funktioniert. Einmal komplett das Pferdchen. In dem Fall, genau, machen wir über Schweif und Mähne einmal alles. Verwendet ihr einen ausreichend großen Pinsel? Bitte kein Feindetail oder sowas. Ihr malt euch A, dumm und dämlich und B, trocknet euch die Farbe ein. Das ist nicht zielführend. Ein großer Pinsel ist da recht brauchbar. Wichtig ist, er braucht immer eine gute Spitze und ein ordentliches Farbreservoir. Alles andere ist euer persönliches Skill.
möchte ich mal sagen. Ich habe schon so oft gesehen, dass Leute mit winzig kleinen Pinseln da sitzen. Tut euch das doch selber nicht an. Benutzt sie, wofür sie da sind, für Details. Für große Flächen, große Pinsel, für kleine Sachen, kleine Pinsel. So, und nun können wir den guten trocknen lassen. Das dauert ein bisschen, weil er ja komplett gewascht ist. Aber auch da hilft wieder unser Freund die Heizung. Mittlerweile ist unser weißes Pferd getrocknet, aber nach einem Wash haben wir immer das Problem, dass es wie so ein Grauschleier darüber liegt, über dem Modell. Das ist aber kein Problem, da es der Grundsatz gilt, nach dem Waschen wird immer noch mal Farbe aufgetragen. In dem Fall verwende ich wieder Matte White und gebe einige leichte Akzente hinzu. Das bringt die Farbe zum Leuchten und wir bekommen wieder unseren alten Glanz zurück, den wir benötigen. Denn wir wollen ja kein graues Pferd machen, sondern ein weißes. Das ist auch weniger aufwendig, als wir es vorhin hatten, sondern ich brauche wirklich nur einige wenige Striche. Hier gehen wir auch einmal um das ganze Pferd herum. Ich kann notfalls auch noch mal an einigen Stellen, die ich besonders hervorheben möchte, noch einen weiteren Weißakzent draufsetzen. Das ist aber rein optional und wie alle diese Malschritte dem eigenen Arbeitswillen unterworfen. An sich wäre die Figur jetzt schon ganz gut, aber ich habe natürlich einen Fehler gemacht und habe das Gesicht vergessen. Also nochmal ran an den Speck und das Gesicht nochmal nachakzentuieren. Gesichter solltet ihr immer darauf achten, dass ihr die ordentlich hinkriegt, weil dort immer der Fokuspunkt beim Betrachten des Modells liegt. Okay, nun nehmen wir dasselbe Weiß und gehen leicht mit einer überbürstenden Technik über Schweif und Mähne. Dadurch, dass wir die vorhin deckend angemalt haben, haben wir die Vertiefungen in diesem leicht beigen Ton und wir bekommen schon eine ganz gute Grundschicht für den finalen Schritt. Wichtig ist hier überbürsten, die Vertiefung bleiben dunkel. Wir wollen ja eine Dreidimensionalität erreichen. Wenn ihr jetzt auf das Zaumzeug kommt, ist alles kein Problem. Das malt ihr dann in den Farben an, die ihr wollt. Da gehe ich jetzt aber nicht explizit in diesem Tutorial ein. Okay, das hätten wir. Nun müssten wir schauen, was wir noch nicht haben, nämlich die Hufe. Weiße Pferde haben hellgraue Hufe. Teilweise haben sie auch knochenfarbene Hufe, die dann aber ähnlich der Schweifmähenfarbe ist. Ich zeige jetzt aber mal, wie man hellgraue malt. Dafür habe ich jetzt dieses Azurgrau von Vallejo genommen, aus der Game Color Range. Das, weil es ein sehr heller, fast weißlicher Grauton ist und sich da deswegen ganz gut in das Modell einfügt. Die Hufe werden bemalt, ganz klassisch, weder überbürsten noch akzentuieren, einfach Farbe aufbringen. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Farbe auftragt, sonst wird es ein großer Matschebrei.
Jetzt werden natürlich einige sagen, du malst sie von unten an, muss das sein? Natürlich nicht. Ihr könnt es unten auch einfach schwarz lassen, denn was man nicht sieht, muss man nicht bemalen. Euer Arbeitswille ist hier eure Grundlage. Okay, dann sind wir jetzt hier rum gleich. Es eignet sich für diesen Arbeitsschritt ein spitzer Pinsel. Ich habe übrigens bis auf das Trockenbürsten die gesamte Figur mit demselben Pinsel bemalt, falls euch aufgefallen ist. Okay, nun nehmen wir wieder das Weiß. Nehmen nur etwas vorne an die Spitze und ziehen jetzt leichte Linien, halbkreisförmig, an der Vorderseite der Hufe entlang. Denn normalerweise wachsen Hufe nicht gleichmäßig. Das kann ich umgehen bei Plastikmodellen, die ja normalerweise flach sind, einfach um einfacher zu gießen, indem ich leichte Linien mit Weiß drauf male. Ich kann es aber auch einfach lassen. Weil das ist, im Normalfall sieht man es nicht. Machen wir uns nichts vor. Und da wir hier Armeebemalung machen wollen. Aber nun gut. Jetzt müssen wir das natürlich noch ein bisschen runterholen, die Farbe, weil das doch ein bisschen zu krass ist. Dafür habe ich jetzt das gute alte Griffin Sepia verwendet von Games Workshop. Ihr könnt aber auch jeden anderen Sepia-Ton verwenden. Ich nehme das jetzt hier direkt aus der Dose heraus, ohne es runter zu waschen, zu mischen und trage das direkt auf die Haare auf. Bei anderen Farben, das war der Vorteil von Griffin Sepia, bei anderen Farben, wie zum Beispiel bei Army Painter Soft Wash, müsstet ihr eventuell noch etwas Wasser hinzugeben. Aber da ist Übung der beste Lehrmeister. Das ist leider auch mein letztes Döschen. Wenn das leer ist, sieht es düster aus bei mir. Aber naja, vielleicht bringt Games Workshop irgendwann mal wieder gescheite Washes auf den Markt. So, noch der Schwanz. Und nun tragen wir dasselbe auf die Hufe auf. Dadurch erzielen wir eine Ähnlichkeit von Hufe, Mähne und Schweif. Wir passen also die Farben an. Auch wenn die Farben nicht ganz identisch sind, werden sie doch optisch zueinander gezogen. Das gibt einfach einen natürlicheren Touch, als wenn ich dieses Grau da unten lasse. Also dünn auftragen, fertig. Ich habe auch schon öfters gesehen, dass jemand Hufe malt und sowas. Kann man machen, muss man aber nicht. Fertig. Jetzt lassen wir den guten Gaul trocknen. Auf der Heizung oder einfach so und wenden uns dem nächsten Pferdchen zu. Wie gesagt, einfache Bemaltechniken hier. Nun haben wir den schwarzen, den Rappen. Der glänzt zwar, was ein Nachteil des Secret Weapon Washes ist, die glänzen aber dadurch, dass wir am Ende ja die Figuren lackieren, mit einem Mattlack verschwindet der ganze Glanz wieder. Also keine Panik. Auch hier müssen wir jetzt wieder, wie wir das vorhin schon bei dem Weiß gemacht haben, erneut die Akzente wieder hervorheben. Dafür kann man einen dunklen Grauton verwenden, den man möchte, den man präferiert, von dem man aus religiösen Gründen überzeugt ist. Was auch immer ihr tut, es sollte nur nicht zu hell werden. Wir wiederholen im Grunde genommen denselben Arbeitsschritt, den wir vorhin bei dem Weiß gemacht haben, jetzt bei dem Schwarz.
Wir ziehen dünne Linien auf das Schwarz auf. Das geht auch relativ fix von der Hand. Und stellt weniger ein Problem dar als bei dem Weiß. Alle Maltechniken lassen sich logischerweise auch analog auf andere Farben von Pferden verwenden. Wir hätten ja braun und grau. Ihr müsst dann halt nur die entsprechenden Farben wählen. Ob das jetzt der richtige Weg ist, ein Pferd anzumalen, weiß ich nicht. Aber bei mir hat sich das über die Jahre im Grunde genommen so ergeben. Da war viel Try and Error dabei. Und ich finde, damit erreicht man in recht kurzer Zeit mit einfachen Maltechniken ganz passable Ergebnisse. Es ist natürlich ratsam, wenn ihr eine Armee bemalt, dass ihr dann 5 oder 6 Pferde gleichzeitig bemalt. Durch das Trocknen des Washes einige Zeit vergeht, kann man in der Zwischenzeit weitere Pferde bemalen. Das ist ein bisschen Fließbandarbeit. Gut, den haben wir fertig. Also so gut wie, weil wie in der Realität sieht er noch nicht aus. Jetzt wird dasselbe nochmal auf dem Schweif und dem Haaren gemacht, der Mähne. Nochmal leicht mit Grau übergebürstet. So, schwarze Pferde haben in der Regel recht dunkle Hufe. Und der war da einfach da mit dem Dunkelgrau drüber. Okay. Nicht irritieren lassen wir dem Glanz. Der verschwindet nachher. Jetzt wollen wir noch etwas Blässe aufmalen. Die Blässe kommt bei Pferden in den verschiedensten Varianten vor. Ich verwende jetzt hierfür wieder das reine Weiß. Und trage es mit einem spitzen Pinsel auf. Wer mag, kann jetzt einen kleineren Pinsel verwenden. Oder aber einen guten großen Pinsel mit einer ordentlichen Spitze. Hier einfach um die Schnauze herum etwas auftragen. Wie weit ihr nach oben geht, ist eurem persönlichen Geschmack geschuldet, dem Modell, eurer Überzeugung. Ihr könnt aber auch einfach nur auf den Nasenrücken einige Markierungen zeichnen, an die Hufe. Auch hier schaut euch einfach um, wie es in der Natur aussieht. Da ist kein Pferd, sieht aus wie das andere. Da gibt es im seltensten Fall Klonkriege. Bei dem einen gehen die höher an den Fesseln, bei den anderen niedriger. Einige haben es nur unten an den Hufen, andere im Grunde genommen das ganze Bein hoch. Zieht von unten nach oben, weil die Markierung an den Beinen endet nicht mit einem geraden Strich. Dadurch, dass ihr von unten nach oben zieht, habt ihr oben automatisch einen ausgefransten oberen Abschnitt. Das wirkt einfach natürlicher, weil die sind ja nicht angemalt, zumindest in der Natur nicht, sondern das ist ja gewachsen. Da ist ja das Fell. Von der Warte versucht es einfach so realistisch wie möglich. Also habt ihr einige Spitzen, die nach oben gehen, anderes ist weiter unten. Schaut euch da einfach um. Ihr könnt es nur an einem Fuß machen, oder Bein besser gesagt, oder an allen machen. Je unterschiedlicher das ist am Ende, umso natürlicher wirkt die gesamte Einheit. Weil dadurch bekommt ihr eine ich möchte es nennen, eine natürliche Unruhe herein,
die dem Stil von Wildtieren, was ja nun mal Pferde sind, entgegenkommt. Natürlich gibt es auch uniformere Armeen, wo da genau drauf gezüchtet wird. Also wenn man darauf dann Wert legt, dann sollte man halt schauen, dass man vielleicht nur am unteren Bereich diese Markierung aufbringt oder nur auf den Nasenrücken. Einfach mal schauen, wie man das machen möchte. Rein weiß. Ihr könnt aber auch einen hellen Grauton verwenden. Auch das würde passen. Und wenn die Farbe nicht überall deckt, dann ist das okay, denn es soll ja realistisch wirken. Und da ist nun mal die Farbe auch nicht rein weiß auf Pferden, sondern ist auch mal Dreck. Und man sollte es auch nicht übertreiben. So, wir nähern uns dem Ende. Ich hoffe, ich konnte euch einige Tipps geben, wie ihr eure Pferde gestaltet. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß dabei und ihr habt hoffentlich was gelernt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, selber machen, nachmachen. Bis demnächst. Euer Christian.